stehe hier draußen für gleichen Lohn, Universität, also UKSH-Mitarbeiter und Servicestelle Nord. Da ist eine riesen Kluft zwischen und deswegen stehe ich hier draußen, um die Kluft auch mal schmaler zu machen, damit wir für die gleiche Arbeit auch das gleiche Geld bekommen. Deswegen sind wir hier. Bist du zum ersten Mal hier draußen? Jetzt das zweite Mal hier draußen. Montag und Mittwoch mal. Erste Kundgebung heute wieder. Ja, ist halt eine wichtige Sache. Also 2005 wurde die sogenannte Service Stern Nord GmbH gegründet. Diese wurde gegründet mit Ausgliederung von Tätigkeiten aus dem UKSH in die Service Stern Nord GmbH. Und damit wurden auch Mitarbeiter des UKSH in diese Bereiche gestellt. Diese Arbeitnehmer bekommen weiterhin ihren Lohn nach dem Tarifvertrag der Länder. Mit der Gründung der Service Stern Nord hat man aber auch eigenständige Mitarbeiter eingestellt, die zunächst erst nach einer allgemeinen Vertragsregelung vergütet wurden, später nach einem IG-Bautarifvertrag. Und seit 2010 haben die Mitarbeiter selber eine Gewerkschaft gegründet und verhandeln seitdem Tarifverträge. Und die Tarifkommission hat nun die ganz klare Forderung, dass diese Zweiklassengesellschaft am UKSH beendet werden muss. Das heißt, dass die Vergütung zwischen dem gestellten UKSH-Mitarbeiter und dem Service der Nord-Mitarbeiter so weit auseinander liegen, dass eine anständige Erhöhung erfolgen muss. Der Arbeitgeber hat aber lediglich eine ganz normale Entgelterhöhung angeboten und liegt damit mit der Forderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in der Servicestellung sehr weit auseinander. In dem jetzigen Angebot des Arbeitgebers, da bietet der Arbeitgeber für Mitarbeiterinnen in der Reinigung einen Stundenlohn von 11,20 Euro an. Derzeit gilt ein Mindestlohn von 11,11 Euro nach dem Mindestlohn der Gebäudereinigung. Und wenn wir das mal einmal zum Vergleich setzen zum TVL, und da sieht man die Spanne zwischen den Mitarbeitern, die im selben Bereich arbeiten, zusammenarbeiten. Der eine und der andere muss sich einen Zweitjob suchen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Also der Arbeitskampf begann am Montag und am Montag wurden beide Campis zeitgleich bestreikt und das für alle Bereiche. Es haben an diesem Arbeitskampf 600 Mitarbeiter teilgenommen. Es durften aber leider nur pro Campus 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber an der Demo nur teilnehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dies ein bisschen eingeschränkt werden. Seit Dienstag sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sogenannten Wellenstreiks aufgefordert und es werden einzelne Bereiche aufgefordert, ein Gesicht zu zeigen. Das sind dann immer unterschiedliche Abteilungen, aber auf beiden Campus zeitgleich.